Wow, wow, bevor das Video startet, Jungs und Mädels, bevor die Auslosung der PAX neue Winter-WM startet, ich habe gestern 1000 Packs dieser Matchtex-Serie geöffnet. 1000 Packs der Matchtex-Bundesliga-Serie habe ich geöffnet, habe ich rausgeknallt. Ich würde mich sehr über euren Support freuen, als persönliches Weihnachtsgeschenk quasi für euch, für uns alle, für mich. 1000 Packs, ich würde mich wirklich riesig drüber freuen, wenn ihr dieses Video euch reinzieht. Da habt ihr ordentlich was zu luschern, sage ich mal. 1000 Packs, unten in der Videobeschreibung ist der Link. Und jetzt geht's los mit der Auslosung. Video ab dafür. Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zur Auslosung der PAX United Winter WM 21/22. Jawolski, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zum ersten Weihnachtsfeiertag. Ich wünsche euch natürlich frohe Weihnachten, eine schöne Weihnachtszeit mit euren Liebsten, mit eurer Familie, mit euren Freunden, mit allen drum und dran. Wunderschönes Essen, geile Geschenke und alles, was ihr... Einfach eine sorgenfreie, wunderschöne Zeit. Und wie kann diese Zeit noch geiler werden? Nämlich mit der PAX United Winter WM. Jawolski, Leute, wir haben über das ganze Jahr quasi hinweg oder zur Hinrunde der Bundesliga Orakelvideos gemacht, die Orakelkonferenzen, wo jeden Freitag hunderte Zuschauer zugucken, live zugucken. Die Videos kommen immer richtig gut bei euch an. Und da, in dieser Tabelle, wir haben alle Ergebnisse mitgeführt. In dieser Tabelle, kann ich jetzt auch mal einblenden, sah es folgendermaßen aus, dass Dortmund und Hoffenheim jeweils, ja, auf dem 18. und 17. sind. Das heißt, Dortmund und Hoffenheim sind nicht bei der PAX United WM 2022 dabei. Und eine Mannschaft ist schon, also ich habe jetzt hier 15 Ü-Eier, es gibt heute die Auslosung, es gibt heute die Gruppenauslosung und da, ich habe ja gerade die Tabelle eingeblendet und eine Mannschaft ist da auf dem ersten Platz. Ist jetzt ein bisschen blöd, aber ich habe halt die Ergebnisse ganz normal mitgeführt und ja, Hertha BSC ist auf dem ersten Platz der die ganzen Orakel-Videos in der PAX United Orakel-Tabelle. Das heißt, Hertha BSC ist jetzt schon mal automatisch Gruppenkopf der Gruppe A, weil ich habe das so gemacht, dass ich halt einfach ja, den Erstplatzierten als Gruppenkopf der Gruppe A genommen habe, weil es soll ja auch irgendwas Besonderes sein, dass man auf dem ersten Platz ist, weil Hertha ist quasi jetzt bei uns Herbstmeister, so kann man es sagen. Man mag es kaum glauben, aber es ist einfach so, Hertha ist bei uns Herbstmeister, hier die ganzen anderen Vereine. Wir werden die Gruppen jetzt damit dann so quasi, wenn jetzt hier in der Gruppe A Wolfsburg so bam bam bam, dann wäre das Gruppe A beispielsweise. Aber das werden wir jetzt ermitteln. Das werden wir jetzt ermitteln mit diesen Ü-Ei-Verpackungen quasi. Das Ganze wird gespielt mit der Matchtex-Serie. Ich habe sowas von Bock drauf. Es wird immer so sein, dass Spieltag 1 und Spieltag 2, ich habe den Spielplan da, dass es so sein wird, dass immer morgen direkt Gruppe A und Gruppe B. Morgen Gruppe A und Gruppe B, übermorgen Gruppe C und Gruppe D. Und es gibt immer zwei Videos pro Tag. Das heißt, jetzt in den nächsten Tagen habt ihr die PAX United Winter WM täglich zweimal. Das habe ich gemacht, weil das habe ich nur, also normalerweise mache ich ja immer ein Spieltagsvideo pro Tag. Aber ich habe das so gemacht, weil es ist ja nicht so lange Winterpause. Das heißt, wir haben genau am 1.1. die Auslosung der K.O.-Runde und wir haben am 5.1. das große Finale und gehen dann direkt rein am 7.1. wieder in die Orakelkonferenz. Weil am 7.1. ist dann auch schon wieder Bundesliga. No joke, true story, ich habe alles perfekt geplant, ich habe alles perfekt. Das ist auch, das müsst ihr euch mal so vorstellen. Ich habe das Ganze natürlich in Kooperation quasi mit Tops. Tops unterstützt mich da bei diesem ganzen Projekt. Und dieses Projekt habe ich bei quasi bei dem Verantwortlichen, sage ich mal, habe ich dieses Projekt schon vor Monaten vorgestellt oder vor Wochen vorgestellt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze supportet. Teilt das Video gerne mit euren Freunden, genauso wie gestern. Leute, gestern kam, ganz wichtig. Wahrscheinlich habe ich das mal wahrscheinlich schon vor dem Video nochmal kurz angeschnitten. Gestern kam, am 24.12. quasi mein Weihnachtsgeschenk für euch, für uns alle. Ich habe
No joke, ich habe 1000 Packs dieser Matchdeck-Serie ausgepackt. 1000 Packs. 1000 Packs habe ich ausgepackt. Wenn ihr es nicht glaubt, ist es aber wirklich so. Es ist wahr, ich habe 1000 Packs ausgepackt. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Jetzt habe ich genug rumgeschnackt. Jetzt gehen wir rein in die Auslosung. Ich habe Bock drauf. Und dann geht es direkt morgen 16 und 18 Uhr. 16 und 18 Uhr könnt ihr euch jetzt jeden Tag einprägen. 16 und 18 Uhr gibt es jeden Tag die Packs und United Winter WM. Und hier und da gibt es dann auch noch extra Videos, die dann wahrscheinlich um 2 oder um 12 kommen, je nachdem. Ihr habt ja sowieso Ferien, also ich muss die Videos jetzt nicht mehr nur nachmittags hochladen, ich könnte sie auch früh hochladen, muss ich mal gucken. Auf jeden Fall gibt es hier und da noch extra Videos, natürlich Unboxings. Nicht nur die Packs United Winter WM wird jetzt in den nächsten Tagen auf meinen Kanal kommen. Ihr wisst es ja, dass ich, die Packs United Winter WM, ich freue mich drauf. Wir gehen jetzt rein, jetzt habe ich ja wirklich genug rumgeschnackt. Und ja, ich habe Bock. Mal gucken, ob wir die Auslosung zweimal machen müssen, wie die Champions League Kappa. Nein, Spaß. Also, Gruppenkopf der Gruppe A ist Hertha. Wir ermitteln jetzt den Gruppenkopf der Gruppe B. Also, wer wird Gruppenkopf der Gruppe B? Ich habe hier ganz professionell von Basekarten das Logo ausgeschnitten. Ihr werdet es jetzt sehen. Gruppenkopf der Gruppe B wird Mainz 05. Mainz 05 wird Gruppenkopf der Gruppe B. Wo lege ich jetzt die Ü-Eier hin? Einfach hier rechts daneben. Das heißt, Gruppenkopf der Gruppe B, Mainz 05. Ich lege die Gruppen so nebeneinander. Gruppenzweiter wäre dann da und ne, und so weiter und so fort. Gruppenkopf der Gruppe C. Also derzeit ist es natürlich noch Gruppenköpfe. Wir haben noch keine Begegnungen. Derzeit noch ein bisschen, noch nicht so viel Feuer drin. Aber wenn die ersten Begegnungen dann stattfinden, Gruppenkopf der Gruppe C, Bayern 04. Bayern 04 Leverkusen ist Gruppenkopf der Gruppe C. Wo haben wir die Leverkusener? Leverkusen. Da sind sie doch. Zack. Bing bong. So, dann geht es weiter. Dann geht es weiter mit Gruppenkopf der Gruppe D. Gruppenkopf der Gruppe D sind die Stuttgarter. Gruppenkopf der Gruppe D sind die VfB Stuttgart. Ist der VfB Stuttgart, sind die Stuttgarter. Somit sind das jetzt erstmal die Gruppenköpfe. VfB Stuttgart. Ich bin gespannt, wer in die Hertha-Gruppe mit reinkommt. Das ist auch einfach Schicksal, dass Hertha in der Orakel-Konferenz immer, keine Ahnung, so viele Punkte mitgesammelt hat, dass sie Herbstmeister geworden sind einfach. So, ab jetzt wird spannend. Hertha gegen dieser Spieltag. Gruppe A gibt es direkt morgen. Und Gruppe B auch. Wolfsburg. VfL Wolfsburg kommt mit zu den Berlinern. VfL Wolfsburg kommt mit zu den Berlinern. Hui, nicht einfach würde ich sagen. Nicht einfach würde ich jetzt mal tendieren. So, dann wer kommt zu den Mainzern? Mainz 05 bekommt Union Berlin. Union Berlin kommt zu den Mainzern. So, die Ü-Eier darf ich hier nicht irgendwie runterwerfen, ansonsten kriege ich hier einen kompletten komplettes Chaos. Mainz und Union. So, wer kommt zu den Leverkusen dann? Heftig wäre jetzt Bayern. Und immer wenn ich das gesagt habe, in den letzten Auslosungen habe ich immer was gesagt und genau das haben wir dann ausgelost. Und da habt ihr dann immer alle geschrieben, Fake. Aber was soll ich hier faken, Jungs? Ich habe hier nicht irgendwie, ich gucke ja sogar weg, ich mache die Augen zu. So, Leverkusen gegen? Ah, nee. Aber ist trotzdem ein geiles Duell. Trotzdem ein sehr geiles Duell. Leverkusen gegen Köln in der Gruppe C. Leverkusen gegen die Kölner. So, nehmen wir noch einmal kurz die Kölner hier raus. Zack. Bam. Gruppe C. Dann haben wir Stuttgart. Stuttgart mit der Gruppe D. Und wer kommt zu den Stuttgartern? Die Eintracht. Die Eintracht aus Frankfurt. Die Eintracht aus Frankfurt kommt mit in die Gruppe D. So, Hertha Wolfsburg, das wird aus meiner Sicht die Todesgruppe, glaube ich. Hertha Wolfsburg und wer kommt dazu? Wer kommt dazu? Oh, okay, doch nicht die Todesgruppe. Es kommt der nächste grüne Verein, Greuther Fürth. Ja, Greuther Fürth ist dabei und Dortmund hat es nicht geschafft, bitter. Aber Dortmund kann es schaffen für die Packs United Sommer-WM, weil für die Sommer-WM ist noch alles möglich. Es kommen jetzt noch, natürlich noch 17 weitere Bundesliga-Spieltage im neuen Jahr. Hertha, Wolfsburg, Fürth. Hertha, Wolfsburg, Fürth. Wer kommt zu Mainz und Union? Wer kommt zu Mainz und Union? Da kommen die Freiburger dazu. Der SC Freiburg.
Der Sportclub aus dem. Ich komme nicht drauf. Ihr wisst, was ich sagen möchte. Ihr wisst, glaube ich, was ich sagen möchte. Gruppe C. Leverkusen, Köln und. Okay, Todesgruppe ist Gruppe C. Leverkusen, Köln und jetzt noch Gladbach. Und stellt euch mal vor, da kommen noch die Bayern rein. Stellt euch das einfach mal vor. Da würden noch die Bayern reinkommen. Also offen sind noch diese Clubs hier. Leipzig ist auch noch dabei. Stellt euch mal vor, Leipzig und Bayern hinten noch rein. Oh mein Gott. Augsburg, Bochum und Bielefeld auch noch drin. So, wer kommt zur Gruppe D? Zur Gruppe D kommt RB Leipzig. RB Leipzig in die Gruppe D. Also wir haben wirklich geile Gruppen. Muss ich ja mal sagen. RB Leipzig, Stuttgart, Frankfurt, RB. Hui. So, jetzt Gruppe A. Wer ist der letzte Gegner der Berliner von den Wolfsburgern und von der von Greuther Fürth? Das sind die Arminen. Arminia Bielefeld, ich würde mal sagen, für Hertha BSC definitiv eine machbare Gruppe, aber man muss auch ganz klarerweise sagen und fairerweise sagen, bei der PEX United Winter WM ist alles möglich. Wenn wir sogar Dortmund nicht dabei haben, dann kann auch beispielsweise Mainz 05 hier Winterweltmeister werden. So. Mainz Union Freiburg. Mainz Union Freiburg und wer kommt dazu? Die Bayern kommen dazu. Die Bayern kommen dazu in die Gruppe B. Wenn der Autofokus jetzt noch scharf stellen würde, haben wir. Die Bayern kommen dazu in die Gruppe B. Holy moly. Okay, das wird spannend. Mainz, Union, Freiburg, Bayern. So, Leverkusen, Köln, Gladbach und Bochum. Der VfL Bochum kommt mit zu der, aus meiner Sicht, der heftigsten Gruppe. Leverkusen, Köln und jetzt muss noch Augsburg drin sein. Wenn jetzt was anderes drin ist, dann ist es fake. Es ist Augsburg drin. Alles richtig. Also, UEFA, ihr könnt bei mir gerne anrufen. Ne? Call me UEFA. Ich mache für euch die nächsten Auslosungen. Die nächste Champions League Auslosung steht nicht Andrea Schabin da, sondern steht PEX United da. So ein Ding ist das. Leute, so ein Ding ist das. Das sind die Gruppen. Ab morgen geht es dann rein. Ich hab Bock. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Ich bin raus und bis zum nächsten Mal. Tschüss.